Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Ein historisches Ereignis ist jetzt gerade hier in diesem Raum. Ich muss ganz kurz erstmal so ein bisschen erklären, bevor ich auflöse, wobei ihr habt es vielleicht schon im Betreff gesehen. Ich habe ja vor vielen, vielen Jahren im Prinzip in diesem Haus mein Business gemacht. Damals haben wir im Keller unten zwei Räume gehabt, was dann so das Büro war und so weiter. Und ganz früher war das mit Gabor. Das war damals jemand, der bei mir im Team war, der da zuerst drin gesessen ist. Aber später war es dann auch noch so, dass eine Zeit lang der Christoph aus meinem Team mit mir im Haus unten im Keller war. Und da haben wir dann unser Business eine Zeit lang gemacht. Und Christoph hat sich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, müssen wir gleich mal fragen, vor eineinhalb Jahren, schon länger, zwei Jahren, jetzt muss ich doch ins Bild holen, selbstständig gemacht. So, also hier, welcome back in the office, als er vor die Tür reingekommen ist, so alte Erinnerung. Auf jeden Fall, also schon an der Weg daher. Ich bin immer vor zum Netto gelaufen, hab mir Salat geholt. Ja, jetzt übrigens auch, weil immer viele gefragt haben, bist du noch in Kontakt? Also die uns noch so zusammen vor der Kamera kennen. Ja, man hat Kontakt. Es ist jetzt nicht übertrieben viel Kontakt, ne? Man folgt sich halt. Und Christoph war jetzt gerade in der Nähe und hat mich jetzt im Prinzip hier besucht. Wann hast du dich selbstständig gemacht? Ich weiß auch nicht genau, vor anderthalb, zwei Jahren. Zwei Jahren knapp, ne? Noch nicht ganz, im Sommer sind es zwei Jahre. Okay. Also ein paar Monate noch. Dann. War damals, ich habe auch ein Video hochgeladen, eine scheiß Situation, auch also für mich und für dich, weißt du, wir haben ja noch nie drüber geredet, wie sie es angefühlt hat, aber für mich war es schon eine scheiß Situation, aber rückwirkend würde ich jetzt schon sagen, ist doch alles gut, oder? Ja, mega gut. Ja. Vor allem hast du ja mir quasi den Schritt abgenommen, dass ich ihn nicht machen muss. Genau, früher oder später war ja klar, dass wir irgendwann das Eigenaufbauen aufziehen. Und ja. Das war ja bloß eine Frage der Zeit. Also beneidenswert, wie der Christoph im Moment in der Welt herumkommt. Und ich freue mich ja immer wieder, wenn du so postest, jetzt wieder Drecks-Office-Arbeit. Dann sage ich, okay. Mittlerweile freue ich mich auf die Office-Arbeit. Nee. Daheim sein und daheim arbeiten ist doch schön. Also, ich war letztes Jahr, ich habe dazu ein Video auf YouTube hochgeladen, wie viel ich eigentlich unterwegs war und wie das zu viel halt eigentlich war, was ich angenommen habe, gemacht habe und so weiter. Genießt auch, wenn ihr daheim seid und genießt wirklich, wenn ihr ein, zwei, dreimal im Jahr, finde ich ganz okay, irgendwo hinkommt. Da freut ihr euch drauf, da bereitet ihr euch gut vor. Aber wirklich, wenn du jede Woche ich bin aus Neuseeland heimgekommen, bin nach L.A. geflogen, bin direkt nach New York, was ein Scheißleben, ne? Was ein Scheißleben. Ne, du kannst es halt nicht mehr, du wertschätzt das nicht mehr so. Mhm. Ne? Du bist plötzlich in Oslo und den nächsten Tag in New York und du wertschätzt es aber nicht. Und das ist halt schade. Geil. Das ist halt schöner, wenn du es wertschätzen kannst, wo du gerade bist und was du da gerade hast. Und ja. Ja, geil. Also, übrigens, Freunde, ich will nur ganz kurz was, Christoph, ne, ist noch mit am Start, folgen und so weiter, er ist auch auf Social Media aktiv. Viele, die von mir weggegangen sind, sind leider nicht mehr so aktiv auf Social Media, aber von dir kriegt man noch einiges mit, also das ist sehr, sehr geil. Und was ich noch sagen wollte, Freunde, als wir jetzt diesen Remote-Schritt gemacht haben, warte mal, ich muss mal das da hinten ausmachen, das sind so ein paar Strategien da drauf, was ich noch nicht erklärt habe oder was ich noch gar nicht so mit euch geteilt habe, als ich diesen Remote-Schritt mich dafür entschieden habe, da war es ja so, dass ich hier im Haus so ein bisschen umgezogen bin. Ich habe ja jetzt hier ein größeres Office und so weiter. Und jetzt kommt der Hammer. Meine Frau hat so auch vorgeschlagen, dass ich unten im Keller hätte ich größere Räumlichkeiten, die ich ja nutzen kann als Office. Aber für mich war das im Kopf wieder wie früher. Da unten hat es angefangen, ich gehe da nicht hin. Ist mir egal, ob es größere Räumlichkeiten sind. Für mich war das Abstieg. Wenn ich da jetzt hingehe, wo ich früher war. Und deswegen wollte ich hier oben bleiben. Und deswegen habe ich jetzt dieses Office genommen. Das ist einfach so als kleine Anekdote, wie es halt früher war. Weil unten im Keller zu viele Erinnerungen drin hängen. Wo wir halt noch ganz, ganz woanders standen. So. Also Christoph macht hier auch schon wieder fleißig Stories. Wir gehen jetzt auch gleich zusammen essen, noch mit Robert und Danny. Aber ihr seht, Kontakt besteht noch und Christoph ist weiterhin sehr aktiv im Bereich Photoshop und Bildretusche.
Und wenn ihr da wirklich jemanden sucht, wo ihr sagt, Alter, mit Photoshop, ich habe es echt nicht so drauf und ihr wollt Gas geben, ihr wollt produktiver werden, aber jetzt nicht so, kontaktiert den Christoph bitte nicht so billig Photoshop-Zeug, ne? So, das ist dann schon ordentlich, ne? Produktivität und so weiter, dann schaut bei ihm vorbei. Meine Empfehlung habt ihr. Ich habe ja auch meine Finger irgendwie noch so mit drin, ne, in diesem Photoshop. Also da kann ich einfach eine super Qualität gewährleisten. Ja? Also Christoph kontaktieren, Tutorials von ihm schauen. Könnt ihr auch mal wieder ein Gasttutorial schicken, oder? So. Das wäre mal wieder was. Ich mache mal wieder ein Gasttutorial. Wenn du Bock hast, mache ich es. Nehme ich sofort auf. Geil. Also, demnächst bei Christoph auf dem Kanal ein cooles Gasttutorial. Ich retuschiere mal wieder ein Bild. Und ey, da habe ich echt voll Bock drauf. Also, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder, 17 Uhr. Ciao, ciao.